Ja, Herr Heidel, die sogenannte Hammermeldung aus dem Fußball hat uns heute Morgen alle überrascht. Wie überrascht waren Sie über Jürgen Klopps Entscheidung, den BVB zu verlassen? Ja, ich hatte schon so ein bisschen so ein Gefühl, muss ich zugeben, die ganze Zeit, dass es dann so schnell auf einmal geht. Da war ich auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, ist es auch dem Umstand geschuldet, dass Borussia börsennotiert ist und dass die dann etwas bekannt geben müssen, sobald sie es wissen. Und da unterscheidet sich eben Borussia Dortmund von anderen Clubs. Sie sagen gerade, Sie haben schon sowas geahnt, weil Sie mit Ihrem guten Freund Jürgen Klopp nach wie vor in Kontakt stehen oder weil Sie die Situation so eingeschätzt haben, weil er hat ja kurz vor Weihnachten noch mehrfach betont, er würde nicht hinschmeißen. Ja, ich glaube auch, dass er im Winter da gedacht hat, dass es alles etwas einfacher wird, auch in der Rückrunde. Und ich kenne ihn jetzt 20 Jahre und so an der Mimik, auch während dem Spiel, nach dem Spiel, da kann man schon einiges rauslesen, obwohl ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Ich auch die letzten 14 Tage, 3 Wochen keinen Kontakt jetzt zu ihm hatte, aber ich hatte so ein bisschen das Gespür und so wie Kloppo es begründet hat, finde ich es ja, ist es ja extrem ehrlich, also so einen hochdotierten 3-Jahres-Vertrag mal zu sagen, ich gebe ihn zurück, wenn ihr einverstanden seid, spricht ja so ein bisschen auch wieder, finde ich, für Jürgen Klopp. Wie weit ist das vielleicht auch seiner Art geschuldet? Das ist ein Mann, der emotional immer 100% und manchmal sogar mehr am Limit geht. Verbraucht sich sowas schneller? Das glaube ich weniger. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er verbraucht ist. Ich glaube eher, dass er das Gefühl hat, dass er nicht mehr der Beste ist für Borussia Dortmund. Also wir hatten auch mal so Situationen in Mainz vor langer Zeit. Ich konnte ihn immer überreden, dass er immer noch der Beste ist. Aber das spricht ja absolut für ihn. Ich glaube, dass er ein derart intensives Verhältnis zu diesem Club aufgebaut hat, zu diesen Menschen aufgebaut hat, dass es für ihn fast eine Verpflichtung ist, so ehrlich zu sein. Und ich glaube, wichtig ist ja, dass man das in beiderseitigem Einvernehmen dann so geregelt hat, auch wenn es, ich glaube, das hat man gemerkt heute, den Verantwortlichen sehr wehgetan hat von Borussia, aber sie haben das so akzeptiert. Ich wollte gerade sagen, wie haben Sie deren Reaktion so wahrgenommen? Sie haben sich sicherlich heute auch im Fernsehen angeguckt. Das sah schon recht angeschlagen aus, oder? Also ich muss sagen, ich habe da vieles wiedererkannt, wie Jürgen Klopp in Mainz weg ist. Wir hatten alle damals einen Kloß im Hals und waren alle traurig und es gab da auch viele Tränen. Und ich glaube, dass das absolut Außergewöhnliche, was für diesen Trainer Jürgen Klopp spricht, das ist der zweite Verein, den er verlässt und er hinterlässt eigentlich nur traurige Menschen. Also ab und zu ist es etwas anders, wenn die Trainer gehen. Und das zeigt natürlich A, was er für eine Verbindung zu diesem Club aufgebaut hat, aber B, glaube ich insbesondere, wie dankbar ihm die Menschen in Dortmund, die Menschen bei Borussia Dortmund sind und ich glaube völlig zu Recht. Sie sagen gerade alles traurige Menschen, die er dahinter lässt und wenn ich eben von Verbrauch sprach, meine ich natürlich auch ein bisschen die Methodik, die sehr extrem ist. Glauben Sie, dass sich bei den Spielern sowas dann verbraucht und dass eben das Verhältnis möglicherweise zwischen Trainer und Spieler dann doch nicht mehr ganz so war wie am Anfang, logischerweise? Das ist einfach, das zu sagen, wenn man eine Saison hat, wo es nicht so läuft. Wenn Borussia Dortmund jetzt Zweiter wird, würden wir darüber überhaupt nicht sprechen. Man muss ja auch wissen, schauen Sie mal die Spieler an, die bei seinem Amtsantritt da waren, wie viel davon heute noch da sind. Also im Spielerkader ist eine große Fluktuation. Das sind ja nicht Spieler, die 6, 7 Jahre unter ihm trainiert haben. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Jürgen Klopp trainiert, die ist immer noch, muss ich sagen, aller Ehren wert und ist absolut top. Und der nächste Verein, der Jürgen Klopp als Trainer bekommt, da bin ich sicher, wird genauso erfolgreich sein, wie jetzt vielleicht mit Borussia Dortmund oder wer immer das ist, da weiß ich nichts drüber. Aber jetzt zu sagen, weil man ja nicht ganz so gut war, Jürgen Klopp hat sich so ein bisschen verlebt und die Art, wie er trainiert, das halte ich für wirklich einen Unsinn, sondern Jürgen Klopp ist auch jetzt. Aber Sie wissen, wie Fußballprofis sind. Die nehmen auch jedes kleine Signal wahr von Schwäche möglicherweise und denken dann auch in erster Linie an ihre eigenen Belange, ist doch klar. Ja, das ist ja normal, aber man muss ja auch mal so ein bisschen von dieser Erwartungshaltung runtergehen. Man muss mal überlegen, wo Borussia Dortmund stand, als Jürgen Klopp kam. Seitdem sind sie, glaube ich, 5-mal im internationalen Fußball, waren 2-mal deutscher Meister, sind 2-mal Vizemeister geworden, haben das Double gewonnen. Und dann gibt es einfach auch mal Situationen, wo es nicht so läuft. Und das ist anderen Trainern auch passiert. Aber dann auch, ich glaube auch nicht, dass die Spieler das so sehen, dann zu sagen, ja, die Art, wie er mit den Spielern umgeht, die Art, was er von ihnen verlangt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Da bin ich kilometerweit davon entfernt. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt unzählige Clubs in Europa, die das ganz genauso sehen. Was glauben Sie, wo er jetzt hingeht? Auf die Insel?
Das weiß ich nicht, muss ich sagen. Ich glaube, dass er das alles mal setteln lässt. Ich glaube, aber Sie wissen, dass er davon immer geträumt hat, da mal Trainer zu sein. Ja, aber ich glaube, dass das momentan bei ihm überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Ich bin ganz sicher, dass das jetzt keine geplante Geschichte war. Ich höre da auf, weil ich ja das und das machen kann. Natürlich weiß er, dass er sicherlich ab morgen vielleicht der umworbenste Trainer Europas sein wird. Das hat er sich alles erarbeitet und er wird irgendwann eine gute Entscheidung für sich treffen. Vielleicht macht er auch erst mal ein paar Wochen, ein paar Monate jetzt mal gar nichts. Das weiß ich gar nicht, aber er muss auch das erstmal jetzt emotional so ein bisschen verarbeiten. Da bin ich mir ganz sicher, weil diese emotionale Bindung, die hat er vorher nur zu Mainz 05, die hat er jetzt in Dortmund genauso aufgebaut und das schüttelt man nicht von heute auf morgen ab. Wäre Thomas Tuchel der ideale Nachfolger aus Ihrer Sicht? Sie kennen beide so gut. Thomas Tuchel ist ein überragender Trainer, der zum Glück auch in Mainz eine überragende Entwicklung genommen hat und ich bin sicher, dass Thomas jede Mannschaft trainieren kann, jeden Verein trainieren kann, aber ich bin jetzt der Letzte, der da Ratschläge geben würde. Passt da jetzt genau Borussia Dortmund? Das müssen die Verantwortlichen von Dortmund und Thomas Tuchel entscheiden und da möchte ich mich raushalten aus der Diskussion. Er war ja schon fast in Hamburg, zumindest wenn man das mediale Echo so betrachtet. Gibt es von Mainz 05 noch irgendwelche Probleme, dass Thomas Tuchel theoretisch hätte bei Hamburg anfangen können, arbeitsrechtlicherweise, oder wäre da eine Einverständnis vorausgesetzt gewesen? Uns hat niemand gefragt, deswegen mussten wir auch nie antworten. Fakt ist, dass der Thomas Tuchel bei uns einen Vertrag hat bis 30.06.2015 und hätte er irgendwo zuvor anfangen wollen oder will er vorher irgendwo anfangen, dann muss er selbstverständlich zu seinem Arbeitgeber, sprich Mainz 05, kommen und er muss ihn freigeben. Aber da uns niemand gefragt hat, müssen wir es auch nicht beantworten. Alles andere ist da totale Spekulation. Bisschen lustig war das ganze Karussell heute aber schon, ne? Ja, ich muss sagen, ich war in vielen Gesprächen und auf einmal habe ich mich gewundert. Ich hatte, glaube ich, 27 Anrufe. Ich dachte, es wäre was passiert. Und dann habe ich die erste SMS gelesen. Dann wusste ich, warum alle bei mir auf einmal anrufen. Ob selten so einen Tag erlebt jetzt mit zwei spektakulären Trainergeschichten. Aber das macht den Fußball ja auch so interessant. Und die wenigen Mainzer, die heute schon die große Hoffnung geäußert haben, dass Jürgen Klopp vielleicht wieder zurückkommt, was sagen Sie denen? Ich glaube, dass wir mit Martin Schmidt wiederum einen Trainer gefunden haben, der überragend gut zu Mainz 05 passt. Und ich würde mich nicht wundern oder würde mich freuen, wenn wir in 5, 6, 7 Jahren vielleicht mal drüber reden, dass er auch mal zu einem großen Club wechselt. Aber momentan stellt sich sicherlich das Thema Jürgen Klopp nicht, auch wenn wir weiterhin bis zum heutigen Tag sehr, sehr eng befreundet sind. Ist ja nur ein bisschen Nostalgie der Leute hier. Das kann ich verstehen. Ja. Alles klar, vielen Dank.